Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir sprechen heute mal über die Lösung für orthopädische Probleme und wie da die Körperspannung mit eine Rolle spielt. Das schauen wir heute mal in die Tiefe an, bis zu den Faszien vielleicht sogar, mit Karl Müller, Bewegungswissenschaftler. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo, lieber Karl. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Corinna. Ja, du hast ja bei uns auch ein eigenes Format, wo du wirklich Bewegungen zeigst, die einen auch vor Operationen sozusagen schützen können. Und heute möchte ich mal mit dir eintauchen, wirklich zu dem Thema Körperspannung. Wie ist die Körperspannung prinzipiell wichtig? Muss die dauerhaft da sein oder ist es ein Wechselspiel auch zwischen Anspannung und Entspannung? Gute Frage. Ja, Körperspannung ist grundsätzlich extrem wichtig. Wir brauchen Körperspannung. Jetzt, wo du da sitzt, hast du eine gewisse Körperspannung, sonst würdest du ja in dir zusammenfallen. Ja. Und wenn ich behaupte, dass die Körperspannung so wichtig ist gegen orthopädische Probleme wie Rücken, Hüft, Knie, Fußprobleme, dann rede ich natürlich vor allem vom Gehen. Beim Sitzen sagt man ja, man solle aufrecht sitzen. Mhm. Ob das gut ist, ist wieder eine andere Frage. Wenn man monoton immer gleich aufrecht sitzt, bin ich überzeugt, dass das nicht so richtig ist, weil Bewegung, die richtige Bewegung, die physiologische Bewegung, das heißt, sich so bewegen, wie der Körper es vorgesehen hat, das ist wichtig. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel hier sitze und ich würde das die ganze Zeit tun, wäre das auch nicht so gut. Aber ich mache ja immer wieder mal Bewegungen mit den Füßen. Ganz gerne drücke ich ihr immer wieder mal in die Faszien rein. Was bringt das? Die Faszien, respektive die Neuromyofaszien, das sind ja die Muskelfaszien. Das sind die Weichteile am Körper, Bänder, Muskel, Sehnen, alles zusammen. Diese Teile, Bänder, Muskel, Sehnen zusammen, die bewegen ja die Gelenke. Also wenn ich ein Gelenk bewege, dann mache ich das mit den Neuromyofaszien. Und die Faszien sind die Hüllen der Muskeln. Und wenn man die nicht bewegt oder falsch bewegt, ohne Spannung bewegt, kommen wir dann wieder zur Körperspannung zurück, ohne Spannung zurück, dann verkleben die. Und wenn ich hier so drücke, dann kann man Verklebungen lösen. Man kann diese Faszienstränge, das sind sowieso Seile, kann man sich auch, oder Röhrchen, teilweise sind es Bänder, dann kann man die wieder richten. Und wenn die schön ausgerichtet sind und nicht verheddert, wenn die verschiedenen Faszienschichten nicht übereinander ineinander durchdringen und nicht verklebt sind, dann bewegen sich generell die Gelenke schmerzfrei. Du hast jetzt gesagt, du würdest die drücken, aber gibt es noch andere Übungen oder Methoden? Weil es gibt ja auch welche, die klopfen. Klopfen zum Beispiel so mit den Knöcheln so, und dann spürt man, wo es schmerzt. Und dann klopft man am besten da 10, 20 Mal rein und dann merkt man sehr schnell, dass etwas beweglicher wird. Dass zum Beispiel ein Knie da, das vorher nur so runtergedrückt werden kann, dass das viel weiter runtergedrückt werden kann, weil dieser innere Strang entklebt wird, länger wird. Mhm. Und darum ist es gut, nicht immer genau gleich zu sitzen oder auch mal das andere Bein zu nehmen. Da gibt es andere Übungen. Mhm. Aber hier auf dem Stuhl, da bin ich ein bisschen reduziert mit den Übungen. Aber zumindest diese zwei kann man ja auch im Fernsehen schauen, kann man die immer wieder machen. Man kann die Wadenmuskulatur, die ist generell auch zu kurz. Der vierköpfige Oberschenkelmuskel ist zu kurz. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin.
Da kann man auch schauen, wo hat man solche Verklebungen. Also man guckt dann auch wirklich, wo es schmerzt. Gell? Wenn du schmerzt. So einen Punkt hast, wo genau. Du merkst, oh ja, da. Ich merke, ich habe da ein Problem, doch mein Meniskusabriss vor 3 Jahren immer noch hier nicht ganz ausgeheilt. Dann klopfe ich hier. Und dann merke ich, auch wenn ich aufstehe, wenn jemand zum Beispiel bei längerem Sitzen Anlaufschmerzen hat, so Knieschmerzen, so wie das eingerostet wäre, und man macht vorher das, dann sind die Anlaufschmerzen weg. Weil die Anlaufschmerzen kommen von Nichtbewegen der Muskulatur, der Muskelfaszien, und Nichtbewegen heißt, sie verkleben, so wie wenn sie in einem Gips gewesen wären, so eine Viertel oder eine halbe Stunde. Und wenn man das vorher macht, dann kann man ohne Anlaufschmerzen gleich losgehen. Beim Rücken, wie gehst du damit um? Weil das ist ja, kommt man auch ein bisschen schwieriger hin mit Klopfen. Oder mache ich da irgendeine... Also man kommt da schon auch hin, so, auf der einen Seite der Wirbelsäule und so auf der anderen Seite der Wirbelsäule. Und da macht man dann halt im Schneidersitz, beim Sitzen. Ja, Rücken ist eine gute Frage, das ist schon auch sehr wichtig, Rücken. Aber bei Rückenschmerzen braucht es noch viele andere Sachen. Aber das Klopfen und das Drücken, das starke Reindrücken, das starke Behandeln der Faszien ist schon einer der wichtigen Schlüssel. Aber die Körperspannung, die gehört dazu. Wenn ich ohne Körperspannung gehe, da kommen wir jetzt dann vielleicht mal drauf, wenn ich ohne Körperspannung gehe, oder wir können es mal hier vielleicht schauen, auf diesen beiden Skeletten, der Mann auf dem Skelett oder dieses Skelett rechts, es ist ein Mann, ich kenne den, das ist eine Person dahinter, der geht mit wenig Körperspannung. Er hat natürlich auch Körperspannung, sonst würde er auf den Boden fallen, in sich zusammenkrachen. Aber er lässt die Muskeln zu früh los. Der andere links, der hält die Körperspannung aufrecht. Und Körperspannung ist wie eine körperinterne Feder oder ganz, ganz viele Federn, die miteinander zusammenarbeiten. Und wenn diese Federn im richtigen Moment, und die Federn sind ja die Neuromyofaszien, also das sind die Muskelfaszien, die durch die Nerven angesteuert werden, und die entscheiden, wie meine Haltung aussieht, wie mein Gangmuster aussieht, wie ich gehe, das passiert durch die Ansteuerung der Nerven an die Muskelfaszien. Und ein Schlüssel ist der, dass diese Körperspannung schon an den Füßen beginnt. Es darf nirgends von den Füßen bis zum Kopf darf diese Spannung nirgends unterbrochen sein. Wenn die unterbrochen ist, dann fällt der Körper zusammen. Wodurch kann es zu Unterbrechungen kommen? Also wenn du sagst, die darf nicht unterbrochen, scheinbar wird sie ja unterbrochen, weil sonst hätten wir nicht den Das Fall. Ist auch, ja genau. Also sie kann einseitig unterbrochen sein, dann hinken wir. Es kann, und der größte, also es beginnt schon an den Füßen. Wenn ich an den Füßen diese Kraft, diese Spannung ist ja Kraft. Spannung ist übrigens Energie. Spannungsenergie. Es gibt ja ganz viele Formen von Energien. In der Physik lernt man, es gibt elektrische Energie zum Beispiel. Es gibt kinetische Energie, das ist die Bewegungsenergie. Wenn ein Auto mit einer gewissen Geschwindigkeit fährt, dann ist das Bewegungsenergie, die dann umgesetzt wird in Kraft, wenn man bremst. Bremskraft zum Beispiel.
Und es gibt auch, es gibt noch viele, viel mehr Energieformen. Es gibt potenzielle Energie, das ist die Energie, die einem Staudamm oder wenn ich einen Stein hier oben halte und loslasse, dann wird diese potenzielle Energie umgewandelt in kinetische Energie, in Geschwindigkeitsenergie und unten, wenn sie, wenn der Stein ankommt, dann dann gibt es einen Aufprall, eine Kraft auf dem Boden, eine Bodenreaktionskraft und das ist dann auch wieder eine Energie. Und die Spannungsenergie ist eigentlich so wie beim Pfeilbogen, wenn ich mit einer bestimmten Kraft die Seite nach hinten ziehe, dann ist der Pfeilbogen aufgeladen. Das ist Spannung. Mhm. Und die Muskeln arbeiten genau gleich. Diese Spannungsenergie im Muskel drin, die sollte im gewissen Moment vom Schritt, vom Gehen, sollte die angespannt sein, der Muskel. Wenn der nicht angespannt ist, dann gibt es Schläge. Das sieht man hier auf dem Skelett sehr gut. Mhm. Weil die Spannung unten am Fuß nicht da ist, wenn man nur mal die Füße vergleicht. Die Füße rechts und die Füße links. Mhm. Der Fuß rechts, der berührt mit der Ferse oder fast mit dem ganzen Fuß, mit der Ferse berührt er den Boden. Der Vorfuß fällt nach unten und dann gibt es einen Schlag ins Knie. Wenn man diesen roten Punkt beim Knie anschaut, das ist ein massiver Schlag. Also beim Gehen ohne Spannung wird diese kinetische Energie des Gehens, diese Geschwindigkeitsenergie, wird umgewandelt in einen Schlag, wie wenn ein Stein auf den Boden fällt. Wenn aber die Füße bereits durch Anspannung der Tibialismuskulatur, der Schienbeinmuskulatur, dann das langsame Loslassen der Schienbeinmuskulatur und das Übernehmen dieser Kraft durch die vorgespannte Wade, also die Schienbeinmuskel spannt ja die Wade vor und dann geht das langsam zurück und dann, wenn das Standbein, was ja gerade mich nach vorne gebracht hat, wird dann, wenn die Großzehe den Boden verlässt, wird dann zum Schwungbein, dort sind die Muskeln wieder entspannt. Und beim linken Bein passiert genau dasselbe. Also immer im Gegenpol. Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Aber das Standbein, das muss angespannt sein. Links sieht man, der Fuß rollt. Mhm. Und das ist eigentlich die einfachste Methode, wenn man das versucht. Mit deinen Schuhen wäre es jetzt nicht so gut möglich. Da muss ich auch Körperspannung bewahren. Jetzt brauchst du ja die nicht beim Sitzen. Aber genau, aber wenn man geht, sollte man unbedingt darauf achten, dass man abrollend geht, kräftig abrollend. Und zwar nicht einfach. Und wenn man das versucht, mit kräftig abrollen, das braucht halt eine Sohle, die ein bisschen geschmeidig ist. Und dann geht das auf dem harten Boden. In der Natur geht man automatisch, also wenn ich barfuß auf einem Boden, auf einem unebenen Boden gehe, dann spanne ich mich automatisch an. Ja. Immer. Weil ich weiß ja nie, ist da jetzt 2 Zentimeter höher oder niedriger, gibt es ein Loch, dann bin ich immer unbewusst, spanne ich mich an. Würden wir immer barfuß in der Natur gehen, würden wir nie diese Schläge in die Knie haben, würden keine Arthrose, keine Knorpelabnützungen haben und so weiter. Das wäre natürlich das Beste. Interessant ist halt, ich habe ja auch mal den Schuh getestet und zum Joggen und zum Laufen. Und ich habe ja dann, wenn ich den Schuh anziehe, eine Aufrichtung und eine Körperspannung. Mir ist jetzt aber nicht ganz klar, warum Barfußlaufen, also macht dann ein Barfußschuh Sinn, weil das ist ja eigentlich nicht das Gegenteil. Mhm. Gell? In deinem Schuh, den du entwickelt hast, ist man ja wie, wo man sich ausjustiert sozusagen.
Also was ist da der Unterschied? Also du hast jetzt ein bisschen einen Sprung gemacht von, ich habe ja gesagt, mit jedem Schuh kann man abrollend gehen, ja, und dann spannt sich der Körper an, ja, oder? Aha. Und ja, es ist so, dass wir ja auch Schuhe produzieren. Und bei dem Schuh ist es so, mit der weich, elastisch federnden, die ist zwar sehr weich, wo der Fuß einsinkt, und das federt elastisch zurück. Und das, diese Feder in der Sohle initiiert eigentlich die Muskelfeder. Mhm. Also das gibt wie einen Effekt, dass du dann automatisch mit der Muskulatur auch federst, weil es unten in der Sohle federt, oder? Und jetzt beim Barfußschuh ist es so, dass wenn man mit dem Barfußschuh in der Natur geht, dann ist das sehr gut. Also Barfuß ist sicher immer das Beste. Mhm. Der Barfußschuh wahrscheinlich das Zweitbeste, wenn es stark uneben ist, Schräghang oder so, dann ist der Barfußschuh sehr gut, weil er halt zusätzlich, er macht nicht mehr Federung, nicht mehr Körperspannung als Barfuß, aber er schützt vor spitzigen Steinen, vor Dornen, ja, auch, und ich so. Ich habe mir letztens überlegt, wo ich auch barfuß gelaufen bin, gerade wenn du über so eine Wiese, also einmal bin ich sowieso direkt mal in Hundekacke rein. Da hast du mit dem Barfußschuh einen Vorteil, genau. Und beim zweiten Mal dachte ich mir dann wirklich, ja, wie viel Glyphosat, Spritzmittel, und über die Füße nehmen wir so viele Gifte natürlich auch auf. Dementsprechend muss man natürlich auch gucken, was für einen Schuh trägt man. Aber irgendwo ist unsere Natur mittlerweile so vergiftet, dass du sogar noch dich davor schützen musst, weil so viel Spritzmittel und Gedöns dann natürlich auch noch auf der Straße liegt, ja. Ja, von dem habe ich jetzt natürlich, das habe ich mal ausgeklammert. Ja. Ich habe nur eigentlich jetzt von der Körperhaltung, von der Körperspannung gesprochen, die die Gelenke schont. Mhm. Und die dann als Stoßdämpfer auch für die Gelenke wirkt und die Schläge umwandelt in gute Kräfte. Weil, ich komme gerade schnell wieder zum Barfußschuh zurück, weil die Umwandlung von Schlägen in gute Kräfte, was da hier ja passiert, wenn man jetzt schaut, diese Schläge in die Knie, die werden ja links durch die Anspannung der Schienbein-Wadenmuskulatur werden die umgewandelt in gute Kräfte auf die Knie. Auf die Knie siehst du, die Schläge sind verschwunden. Ja. Durch die Umwandlung, durch Anspannung der Muskulatur. Und übrigens, wenn die angespannt ist, dann bleibt sie angespannt von unten bis oben. Mhm. Du hast ja dann noch gefragt, wie das ist, wenn die Spannung unterbrochen wird. Also die wird normalerweise nicht unterbrochen, außer wir haben irgendwo einen Schmerz. Mhm. Ein Schmerz führt ja zu einer Schonhaltung. Wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann spanne ich dort nicht an und dann beginne ich zu hinken. Oder wenn ich Verklebungen habe, wenn zum Beispiel links diese Quadrizepsmuskulatur, das ist der Hüftbeuger, der bei fast allen Menschen verkürzt ist und auch zu Rückenproblemen führt, wenn dieser Hüftbeuger verkürzt ist, dann kann der das Becken gar nicht aufrichten, kann gar nicht strecken, einfach weil die Faszien verklebt sind. Mhm. Und dadurch kann natürlich die Körperspannung unterbrochen werden. Aber da könnte man rein theoretisch die Übungen machen in dem Format, was du hast, oder? Ja, klar, dann reicht halt das abrollende Gehen nicht aus. Mhm. Das ist sicher mal die Hauptgrundvoraussetzung, dass man eine aufrechte Körperhaltung hat, dass sich die Myofaszien oder eben die Faszien, die Muskelfaszien, dass sich die als Stoßdämpfer für die Gelenke ausspielt. Das ist mal Grundvoraussetzung. Aber wenn ich halt schon Probleme habe, wenn ich schon Abnützungen habe, der Knorpel nicht mehr da ist oder schon stark zurückgeht, dann muss ich mich so bewegen, dass der Knorpel sich wieder aufbaut. Mhm.
Genau, und dann empfehlen sich natürlich Übungen. Und die Übungen, die ich im Format schmerzfrei ohne operieren zeige, das sind Übungen, die man im Alltag machen kann. Also ich finde, man sollte die Übung, wie jetzt, ich mache das schon unbewusst, ja. Ich finde, man sollte Übungen im Alltag machen können. Beim Arbeiten im Büro, möglichst halt auf einer weich elastisch federnden Matte stehen statt sitzen, zum Beispiel. Und ab und zu, auch beim, wenn ich etwas lese am Bildschirm, ab und zu locker joggen. Das geht auch. Also ich finde, man sollte sich im Alltag so verhalten, dass es keine Nebeneffekte gibt, negative Nebeneffekte auf den Körper gibt. Ja, und dieses Bewegen, ja. Ich merke das manchmal, wenn wir Satire-Sendungen machen, die machen wir am Stehen. Und da habe ich unten eine Matte von dir. Und dann beobachte ich mich immer selber, wie ich dann in Interview, weißt du, so permanent immer am Schwanken bin und irgendwie halt versuche, in der Bewegung zu bleiben, sodass alles... Ja, das machst du unbewusst. Ja, ja. Ja, der Körper will ja das machen, was ihm angenehm ist. Darum wollen die Kinder, ja, die kleinen Kinder wollen ja auf den Trampolinen springen die ganze Zeit. Ja, übrigens, apropos Körperspannung, vielleicht noch einen kurzen Einblick hier. Hier sieht man die Körperspannung, wie sie leibt und lebt. Kleine Kinder, die lieben, will das jetzt nicht. Das wäre so schön. Kann nicht wiedergegeben werden. Ja, aber die hüpft wahrscheinlich, oder? Das ja. Gummi oben drauf und die springen. Ja. Kinder wollen doch immer springen. Ja. Und dieses Springen wollen ist doch das Auftrainieren der Muskulatur, die sich anspannen will. Weil das, was die Maasai-Völker dort machen, das ist eigentlich genau das. Ja, die brauchen kein Trampolin. Die brauchen bei denen ist die körpereigene Spannung so hoch, dass sie kein Trampolin brauchen. Unglaublich. Genau. Ja, schön. Ja, also die Körperspannung ist für so viele Probleme, die wir schon haben oder um sie zu verhindern, mit Körperspannung zu gehen oder ohne zur Körperspannung zu gehen. Ist das so wichtig und ohne Körperspannung zu gehen, hat dann eben diese Nebeneffekte von Arthrose und alles Mögliche. Übrigens auch die Venenpumpe, die Muskelpumpe arbeitet natürlich viel besser, wenn ich abrollend gehe, was eben die Körperspannung macht, weil dann wird das Blut in das venöse Blut in den unteren Extremitäten viel besser zum Herz zurückgepumpt, was ein ganz wichtiger Faktor ist auch bei Diabetes. Also super. Spannend wieder, vor allen Dingen, weil einfach doch wieder alles miteinander zusammenhängt. Und immer wieder schön, wenn du da bist und uns so dieses Bewegungsthema auch immer wieder näher bringst. Soll ich noch etwas zum Barfußschuh sagen? Ja, oder sag mal noch sind kurz, wir durch? Nee, mach kurz, gerne. Barfußschuhe eben auf unebenem Boden und in der Natur und so macht Sinn, weil sie vor Dornen schützen und so weiter. Auf flachen Böden würde ich abraten, weil einerseits dort geht man eher, also dort rollt man nicht ab. Wenn man abrollt, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn man nicht abrollt und vor allem Vorfuß geht oder mit dem ganzen Fuß geht, kann man schon auch kann man die Körperspannung schon auch initiieren. Aber dort passiert es nicht automatisch. Die Gefahr besteht genau gleich, dass ich einsacke, dass die Körperspannung weggeht und dass die Schläge in die Knie kommen. Und es hat fast immer Nebeneffekte auf die Vorfüße. Also es kann Hallux, es kann Motorneuron entstehen. Mhm. Also auf flachen, harten Böden würde ich die Barfußschuhe nicht empfehlen. In der Natur schon. Okay. Genau. Gut, super. Also vielen Dank. Lieber Karl, schön, dass du wieder da warst und ja, bis bald. Gerne, danke Corinna. Liebe Zuschauer, ja, das motiviert doch mal wieder mit Spannung zu laufen und auf die Fußfederung zu achten. Und
immer wieder schön, dass wir gesundheitsbewusste Gäste bei uns haben und Sie zuschauen. Dafür danke. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.